Schön ist er natürlich, der große Woog, doch durch die niedrige Wasserqualität ist er zu einem Sanierungsfall geworden. Er muss entschlammt werden und das erste Mal seit rund 50 Jahren. Doch bevor das möglich ist, muss zunächst das Wasser abgelassen werden und das ist auch der Grund, warum sich Bürgermeister Raphael Reißer hier mit dem antiquierten Schließmechanismus des entsprechenden Kanales abmüht. Ich höre schon plätschern, oder? So. Auch wenn das Wasser mit großem Druck durch den Kanal rauscht, das Absinken des Pegels geht mit geschätzten 30 cm pro Tag eher gemächlich vonstatten und soll in ca. 2 Wochen abgeschlossen sein. Die Entschlammung soll rund 3 Monate dauern und insgesamt 1,2 Millionen Euro kosten.